Hallo und willkommen hier bei Deutschbrever. Heute will ich euch was über Dörrfleisch zeigen, über die Zubereitung, kleine Tipps und Tricks und dann später auch noch der Dörrautomat. Ja, zunächst, ich habe hier mal 1 Kilo Rindrouladen geholt und habe diese in Streifen geschnitten. Warum habe ich Rouladen geholt? Ganz einfach, die haben schon die passende Dicke. Man muss sie nur noch in Streifen holen, man kann sie auch noch kleiner schneiden, dass man dann zum Beispiel einfach ein paar Stücke nur hat. Ja, und jetzt werde ich das Ganze marinieren. Dazu habe ich mir mal eine Fertigmarinade geholt. Ja, und jetzt probiere ich das einfach mal aus und hoffe, wie es wird. Und bis gleich. So, jetzt habe ich das ganze Fleisch mit der Marinade durchgeknetet, dass überall schön dran ist. Ich hoffe, man sieht's. Das war jetzt eine Gyros-Marinade, weil ich einfach auf Gyros stehe. Ja, ich werde das Ganze jetzt noch verschließen und im Kühlschrank stellen. Für euch geht's in wenigen Sekunden weiter. Ich muss jetzt noch über Nacht warten und dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe das Fleisch jetzt ca. 12 Stunden im Kühlschrank gehabt. Hatte genug Zeit also durchzuziehen. Ja, aber zuerst nochmal. Der Dörrautomat von der Firma First Austria. Man kann ihn zwischen 35 und 70 Grad einstellen. Das Fleisch braucht 70 Grad bei ca. 6 bis 9 Stunden, je nachdem wie feucht es ist. Und wenn man jetzt, also laut Angabe, verbraucht er pro Stunde 5 Cent Strom. Das wären bei 7 Stunden 35 Cent gerade mal. Ja, und wenn man dann überlegt, das Kilo Rouladen hat mich jetzt knapp 8 Euro gekostet. Ist doch um einiges günstiger, wie wenn ich mir die Packungen für 2 Euro hole mit jeweils 25 Gramm. Ja, ich werde jetzt das Fleisch in die einzelnen Etagen einschlichten und dann sehen wir uns gleich wieder. Nun habe ich das Fleisch gleichmäßig auf die 5 Kammern verteilt. Ja, das Ganze stelle ich jetzt hier drauf. Und wie man hier schon sieht, ist der Lüfter. Der bläst die warme Luft durch die einzelnen Kammern. Und am Deckel sind nochmal ein paar Lüftungsschlitze, wo die feuchte Luft entweichen kann. Ja, das Ganze werde ich jetzt mal machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das Fleisch ist nun fertig. Das ist jetzt meine ganze Ausbeute. Ja, wobei nicht ganz, ich habe schon einiges genascht. Zuerst hatte ich 6 Stunden das Fleisch drin, wobei ich da festgestellt habe, dass es noch etwas zu weich ist. Dann habe ich es jetzt insgesamt 9 Stunden drin gehabt. Und man sieht, also, es ist auch relativ flexibel, etwas bissfest. Ja. Das war's jetzt auch mit dem Video. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.